Ein Orientierungssinn ist so minus 1000. Mindestens. Weiß nicht, ob das geht, aber ich fühl's. So, dann wollen wir mal bei dem Typen hier nicht gerade drauf gehen. Ja, das wird. Aha. Aha, okay. Interessant. Warum hat denn das vorhin geklappt? Ah, weil er sich umgedreht hat, um eine Kugel hochzuholen. Schaffe, dass meine Energie aufgebraucht wird. Aber ich bin komplett wehrlos, dann kann ich nicht bewegen. Okay, ja, ich bin so jemand, ich töte aus Versehen den ich gar nicht töten wollte. Aber ob das hat funktioniert, ne? Nicht die Bombe treffen. Ich mag das sehr, dass da so ein Totenkopf halt einfach kommt, wenn die Gegner draufgehen. Wer bist du? Was bist du? Hallo? Achso, ein Skarabäus. Und Skarabäus ist weg. Ey, diese Musik. Was ist das? Mir irgendwie helfen oder so. Ah, I see, okay. Sollte das was am Anfang bedeuten? Dass am Anfang... Das sind Steine, die können weg. Einfach, dass man den Turm hinlegen kann, quasi. Ich bin sehr verwirrt. So, was haben wir denn hier? Was wartet hier auf uns Schönes? Ui. Genauso erstaunt wie Link. What's this? Ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Cipollino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die riesige Rubinjagd. Du kannst so lange nach Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt. Möchtest du auf riesige Rubinjagd gehen? Ja, und zwar auf Experte. Auf dem Expertenfeld befinden sich mehr Bomben, aber auch wertvollere Rubine. Die Chance, sich dort eine goldene Nase zu verdienen, stehen wirklich nicht schlecht. Eine Runde kostet 70 Rubine. Möchtest du graben? What the holy heck? Was sind das für Preise? Was kostet ein Fortgeschrittener? Das Feld für Fortgeschrittene bietet mehr Orte zum Graben, aber hüte dich vor vielen Rubinenfallen. Eine Runde kostet 50 Rubine. Möchtest du graben? We try. Ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Das ist mein Sweeper, oder? Stehe ich richtig, ja? Du hast keine Chance zu wissen, was du da ausgräbst. Du hast eine Rubinenfalle erhalten. Da wurden 10 abgezogen. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal 10. Da war eine Falle und da war eine Bombe. Schön. Okay. Du hast 10 Rubine ausgegraben. Das ist ein herber Verlust. Du hast einen ziemlich großen Verlust hinnehmen müssen. Es tut mir wirklich leid für dich. Tipp gefällig? Hör gut zu. Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe.
Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben befinden sich um ihn herum. Yes, mein Sweeper. Gefährlich! Yes, yes. Solltest du beim Graben direkt auf eine Bombe stoßen, dann hast du wohl Pech gehabt. Du solltest es gleich noch einmal versuchen, hast du Interesse? Ja, komm, mach mal Anfänger nochmal. Das Anfängerfeld bietet weniger Orte zum Graben, genau das Richtige für Einsteiger. Eine Runde auf dem Feld kostet 30 Rubine, möchtest du graben? Aber klar doch, ich will noch mehr Rubine verlieren. Ich hoffe, du kriegst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Ich bin gespannt. Das wird jetzt weniger. Das heißt, diese hier sollten alle safe sein. Und hier wird's gefährlich. Okay, immerhin mehr Geld verdienen, als wir ausgegeben haben. Ist okay, I guess. Du hast 40 Rubine ausgekramt. Du konntest einen kleinen, aber feinen Gewinn erzielen. Gut gemacht. Du solltest es gleich nochmal versuchen. Hast du Interesse? Ja, komm, nochmal. Ja, machen wir nochmal. Ich hoffe, du kriegst tonnenweise Rubine aus. Dankeschön. Das war jetzt aber schon ein bisschen schlauer gedacht. Beim ersten Mal habe ich einfach null nachgedacht. Auch wenn ich gesagt habe, ist mein Sweeper. So, bei ein Rubin zu graben ist okay. Wir sind 5, das ist schon mal schlecht. Das ist alles 5. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Ha. Okay. Interessant. Die Bombe fand ich jetzt aber ziemlich fies. 32 Rubine. Immerhin 2 Gewinn gemacht. Wow. Sagt er da jetzt auch ein kleiner, aber feiner Gewinn? Ja. Das tut er. Okay, ich glaube, es reicht für erstmal. Oh, du siehst abgekämpft aus. Fülle deine Herzen wieder auf und versuche es danach erneut. Ach, ich kann hiermit nicht Game Over gehen. Das ist ja gemein. Falls du verschnaufen möchtest, nimm ruhig einen auf dem Sitz dort Platz. Unsere Herzen füllen sich auf dem Hocker auf? Ist es dein Scheiß Ernst? Warum erfahre ich das jetzt nach 10 Stunden Spielzeit? Konnte ihm das nicht mal irgendein NPC vorher sagen? I don't know, Leute. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Oh, du gönnst dir eine Pause. Wie wäre es mit einem kleinen Schwätzchen? Ich habe schon lange nicht mehr gepflegt, geplaudert. Ach, na gerne, du. Wundervoll. Na gut, also, gibt es etwas, das du mich fragen möchtest? Schwebst du? Schweben ich? Ach, Mumpitz. Ich balanciere nur auf dem Schwanz. Was mache ich, um meine beiden Prachtklauen frei zu haben? Ich fühle mich jedes Mal ziemlich geschmeichelt, wenn meine Kunden sie bewundern. Deshalb halte ich mich mit meinem Schwanz in der Luft. So etwas spricht sich herum. Möchtest du mich noch etwas fragen? Ja, wer bist du? Man nennt mich Cipollino. Ich bin Inhaber der sagenhaften riesigen Rubinjagd. Ich bin die einzige und deshalb auch die wichtigste Person hier. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe die riesige Rubinjagd ins Leben gerufen, um anderen zu Reichtum zu verhelfen. Doch die Dogma lachen mich nur aus. Rubine finden sie einfach, sagen sie. Und keiner will spielen. Deshalb hoffe ich, dass du mein neuer Stammkunde wirst. Das würde mich wirklich freuen. Möchtest du mich noch etwas fragen? Ach, du meinst... ist die zu hell? Hier ist die Frage. Ach, du meinst wegen meiner Brille? Die habe ich nur auf, weil sie mich viel seriöser wirken lässt. Passend dazu habe ich mir einen Schnurrbart stehen lassen. Ich kämme ihn jeden Tag. Das versteht sich von selbst. Zu meinem Beruf gehört schließlich ein gepflegtes Äußeres. Möchtest du mich noch etwas fragen? Anscheinend nicht mehr. Nun gut, danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast und dann verrate ich dir etwas. Siehst du diese glitzernden Steine an den Wänden? Das sind Teile einer Rubinader. Sie ist der Grund, weshalb man hier so viele Rubine finden kann. Wenn du sie mit einem Projektil triffst, brechen vielleicht ein paar Rubine heraus. Versuch es doch mal bei Gelegenheit. Oh, warte mal. Wo ist mein Schleuder? Warte, das hier? Huh.
Ah, okay, die ersten Rubine sind jetzt weg. Mal nicht so langsam. Okay, ich habe jetzt aber auch nicht unendlich viele Deko-Nüsse. Und auch nicht unendlich viele Ausdauer. Nun gut. Was steht hier so? Herzlichen Dank, dass du dich an der Rubin-Risikojagd versucht hast. Beachte Folgendes. Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe. Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben befinden sich im Inneren. Viel Glück. Und das steht auf dem Tschüss-Schild. Das ist ein Schwachsinn. Oh, auch Schwachsinn, ja. Okay. Das war doch ein schönes Häuschen. Nun gut, was erwartet uns hier? Was ist das? I don't know. Yay, ein neuer Stern ist da. Bergi, vielen herzlichen Dank für dein Follow und herzlich willkommen im Retrospace. Oh, das ist ja nett, dass hier so Blumen unterwegs sind. Hi, ich bin neu hier. Schön, dass du da bist. Hallöchen, mein Name ist Mimi. Da ist ein Command, den du dir gerne durchlesen kannst, wenn du möchtest. Ich bin tollpatschig, chaotisch, aber meine Streams werden irgendwie trotzdem als entspannt bezeichnet. Also mach es dir gemütlich. Wir spielen Skyward Sword, damit ich gewappnet bin, wenn Tears of the Kingdom endlich rauskommt, auf das ich mich schon sehr, sehr doll freue. Und ich spiele zum ersten Mal Skyward Sword. Und bei dem hier ist zum Beispiel kein Backseat Gaming. Während bei den meisten anderen Spielen, die ich spiele, Backseat Gaming meistens in Ordnung ist. Aber es steht immer im Titel drin, was ich gerade möchte und was nicht. Und mehr fällt mir nicht ein, außer dass es richtig cool ist, dass ich den Blubstall jetzt aufhöre. Das ist sehr, sehr gut. Dann hat alles gut funktioniert. Vielen Dank, Bergi, für den Blubstrahl. Ich trinke jetzt was. Ich weiß nicht, ob man Blubstrahl erklären muss, aber ich tue es mal. Ja, der Little Dreamer. Kopf. Sound ist von. Es hat sich jemand gekauft. Für 10.000 Kanalpunkte kann man sich nämlich in einen persönlichen Kanalpunkte-Punkt hinzufügen, Zuschauer-Command oder einen Sound aussuchen. Und da hat sich Little Dreamer bisher als einziger den Sound von Zelda rausgesucht. Und, by the way, ich weiß nicht, ob du jetzt noch Punkte übrig hast, aber man kann sich einen Krogsamen pro Stream für 150 Kanalpunkte abholen. Und irgendwann kann man sich dafür auch dann on Stream digital was kaufen. Irgendwann, wenn ich schaffe, es einzurichten. Aber ich sehe mich weiter oben auf meiner To-Do-Liste. Und ich war auch schon zweimal ganz kurz davor, es zu machen. Also, es könnte bald passieren. Ich würde gerne das blaue Licht da wegmachen. Ja, danke. Eieiei, wann kommen wir denn endlich mal zu diesem Tempel? Okay, I guess das ist ein Tempel. Das sieht gut aus, ehrlich gesagt. Sie müssen es hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Na, den Schlüssel! Den Schlüssel! Okay. Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Und eines von diesen fünf Teilen muss hier sein. Ha, hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hier reingebracht wurde? Ja, bestimmt haben sie da etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels?
Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drin sämtliche Schätze unter den Nagel natürlich. Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Du bist ganz schön schlau. Das war ja süß. Oh Gott. Cute. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mogma eine wichtige Information herausfiltern. Normalen Schlüssel in fünf Teile zu brechen und zu verstecken. Absolut. Und dann auch noch vergraben. Ganz... Also mich wundert da jetzt gar nichts dran, ne? Ganz normale Geschichte hier. Warte, ich muss mal kurz To-Do aufschreiben. Mimikomand um ein Kirby-Herz verringern. So. Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mogma eine wichtige Information herausfiltern. Ist es dein Ernstfall? Ist es dein Ernst? Ich habe auch Ohren, ich habe auch zugehört, okay? Der Chat auch, sogar der Chat hat es mitbekommen, okay? Die eben erwähnte seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war Zelda natürlich, weil sie war blond, nicht schwarz gekleidet. Ich bin grün gekleidet, der andere Person ist schwarz gekleidet und Zelda ist blond. Wissen wir alle Bescheid, ne? Ja, Nekomimi, die stimmt auch zu, die nickt mit dem Kopf, ne? Achso, und für alle, die neu sind, wenn ihr möchtet, man kann Pokémon fangen in meinem Stream. Zum Beispiel dieses Hunduster. Ich wollte gar nicht Pokémon-Check machen. Ey, mein Kopf ist halt so random einfach, ne? Die ganze Zeit. I don't know. Aber ich habe Hunduster schon, also brauche ich es nicht mehr so. Schön. Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind nur für die Suche nach Zelda, sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Daher habe ich es jetzt Ziel für die Aurasuche festgelegt. Super, danke. Finden das bestimmt aber auch so. Also hier ist zum Beispiel eins drin. Okay, never mind. Das ist nicht gut gealtert, Leute. Aber es wäre so... Es wäre doch voll passend gewesen, wenn er jetzt das erste drin gewesen wäre. Lauf, Skarabäus, lauf! Aha, was hast du denn da? Du hast einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Ein wirklich sehr seltenes Schmuckstück. Dein goldener Glanz wirkt seltsam. Seltsam? Okay. Das hier ist aber auch alles sehr random. Ah. Ich wollte gerade schon wieder fragen, was diese blöde Musik wieder soll, aber das ist der Typ da oben, der steht und sein Horn bläst, I guess? Okay, ich wollte gerade schon meckern. Ich habe da zwar jetzt niemanden gesehen, aber Hauptsache dieses ist weg. Ich hab's nicht so mit der Ausdauer. Ich müsste mal dringend erhöhen. Hallo? Letztes Mal ist die Brücke einfach so erschienen. Das finde ich jetzt gar nicht nett, dass das hier nicht so ist.
Das wollte ich nicht. Nur fürs Protokoll. Ich wollte mich herabhängen. Also, ich spiele ja privat aktuell Tomb Raider. Und Lara würde es schaffen, über diese, da drüber zu gehen. Also, zu gehen. Aha. Was bringt mir das jetzt? Aha. Ja. Aha. Aha. Okay. Gut. Wissen wir Bescheid, ne? Immerhin kann ich meine Herzen hier. Nein, 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 gib nicht meine Hilfe. Bleib doch bei mir. Okay, dann halt nicht. Oh, Gott sei Dank hat er sie festgehalten. Es war einfach geraten. Hä, wo ist denn die Brücke? Achso, ich bin drunter, okay. Ich verstehe. Nein! Okay, alles gut. Puh. Geht jetzt die Brücke vielleicht auf? Nein? Okay. Dann halt nicht. Ach, so ein Schalter? Okay. Sheik hat den vorhin gedrückt. Ich verstehe. Was ist ein Schmetterling? Schmetterling! I need you. Ja. Ich hab den aber schon. Na gut. Deswegen war da dieser Schalter vorhin. Also, der halt kein Schalter war mehr, weil er halt gedrückt wurde. Mit dem man nichts machen konnte. Das macht so viel Sinn mir. Alter, wo sind diese scheiß Schlüssel? Ich prognostiziere mal. Ist es ein Wort? Könnt ihr mir da helfen? Hier ist heiß. Okay. Hier ist heiß. Das wollte ich nicht prognostizieren. Ich denke nicht, dass ich hier hin wollte. What the holy heck? Geht hier ab. Hilfe! Ich wollte sagen, dass wir es in diesem Stream vielleicht schaffen, die 5 Schlüssel, aber dann nicht den Tempel schaffen, was aber logisch ist. Oh, ich kann nicht. Upsala, was war denn das für ein... Kann man so lost sein? Mir fällt das Wort nicht ein. Wenn die Stimme so einen Abgang macht, so nach oben. Ach, egal. Jetzt ist auch egal. Hier war ich anscheinend noch nicht. Was war das jetzt für eine Rutschpartie, bitte? Das war höchst unangenehm. Kann ich da hinten? Was? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe noch gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich schon dabei bin. Ah, geh weg! Fischen geht noch. Fischen können wir noch. Ah, ich bin wirklich gespannt, wo diese Schlüssel sind. Da ist kein Boden. Warum habe ich einen Wecker, der um 20.30 Uhr klingelt? Das macht ja gar keinen Sinn. Warte mal. Weil wir da gestern einkaufen gegangen sind zu der Zeit. Okay. Gut. Haben wir geklärt. Ah! Es war so klar, ne? Und was ist hier? Büsche, die nichts bringen. Wehe, da ist jetzt kein Schlüssel drin. Ich musste ganz schön viel tun hier.
Na, okay, wenigstens. Oh, wenigstens gute Rubine. Und ein Erz. Okay, immerhin, immerhin. So, kann ich da jetzt rüberspringen? Bestimmt nicht, oder? Ja, sieht nicht gut aus. Okay. Dann würde ich mal schätzen, bringt das uns das hier nichts. Sehr weird alles hier, sehr weird alles. Oh, da kann ich doch eine Bombe hinpacken. Also, wenn ich es kann. Okay, ich konnte es. Schade. Was ist hier jetzt so? Ach nee. Och nö, echt jetzt? Wo ich versucht habe, vorhin die Bombe die ganze Zeit hinzutun. Herr krass, hier sind wir jetzt. What the fuck, wie weit wir zurückgegangen sind einfach. Holy heck. Muss ich ganz weg jetzt nochmal machen? Nee, warte mal, ich kann mir doch aussuchen, bei welcher Speicherstadt, wo ich rauskomme, oder? War da nicht was? Ging da nicht so was? Nee. Nee, geht nicht. Ha. Aha, okay. Warum kann man nicht von Statue zu Statue reisen? Das ist ja komplett bei mir. Und die Gegner sind alle wieder da. Nein. Hui, ich rutsch ja so gerne. Nice. Das war ja komplett Absicht, natürlich. Geh mal weg hier. Roll mich mal an. Danke, das war jetzt Absicht. Na los, geh doch da hoch. What the holy heck? Why? Why? Das ist so viel. Danke. Doch. Mimi ist sauer. Oi. Ging's weiter? Ach so. Oh, kommen wir hier vielleicht zu der einen Tür? Nee, das ist zu weit hergeholt, oder? Also, die wir eben nicht dran kamen. Nee, ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Ich kann auch fast gar nicht über den Rand gucken, also... Ich denke nicht, dass das so funktioniert. Aber man kann ja mal kurz drüber nachdenken. War ich hier schon? Ich glaube schon. Da ist ein Loch, ist zu viel gesagt. Habt ihr das gesehen? What the heck? Das war doch, da war doch noch mächtig viel Energie übrig. Wie man das wohl auch bekommt. So, endlich wieder hier. What the heck? Was war das jetzt für ein Ausflug, ey? Ich dachte, die sind einfach direkt hier 5 Löcher, zack, Schlüssel und rein da. Was soll denn der Scheiß jetzt? What the heck? In mein Herzen. Oh. Ich hab, soweit ich weiß, noch nie ein Herz hier raus aus den Löchern bekommen. Aber der eine Typ hat gesagt, das würde gehen. Das hier geht nicht, auf jeden Fall. Bist du ein Windloch? Ja, klar bist du ein Windloch, natürlich. Aha, ich muss also schaffen, hier oben eine Bombe hinzumachen. Okay.
als ob.